futuristisches, innovatives Bedienkonzept, 10 Jahre Werksgarantie, Schweizer Perfektion, ein Gerät, was Backen und Steamen vereint. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Und zu einer guten Küche gehört natürlich auch ein richtig guter Backofen. Ja, und jetzt ist die Frage, haben wir denn hier einen Backofen oder haben wir hier doch etwas mehr? Ja, wir haben etwas mehr, denn wir haben einen Backofen, der nicht nur Backofen ist, sondern wir haben einen Backofen, der auch Dämpfer ist, beziehungsweise halt auch ein Kombigerät. Das heißt, wir haben Backofen, Dampfgarer in einem Gerät kombiniert, das Ganze aus dem Hause von V-Zug und es handelt sich hier um den Comp-Air Steamer V6060. Also hier aufgepasst, Comp-Air ist immer der Begriff für den Backofen und Steamer natürlich für den Dämpfer. Somit relativ einfach und die 60, die sagt uns aus, dass wir ein Gerät haben in 60er Höhe. Das Gerät selber ist bei uns hier ein Spiegelglas-schwarzes Gerät. Das Ganze gibt es auch noch als Spiegelglas-Platinum. Und wir haben uns hier für das Gerät entschieden mit Griff. Ihr könnt aber auch die Variante bekommen mit der Autodoor. Die haben wir euch schon mal vorgestellt in dem V-Zug-Überblicksvideo. Das findet ihr oben über die Infokarte. Da wir jetzt ja schon kurz über die Äußerlichkeiten gesprochen haben, schauen wir uns einfach mal das Innenleben an. Und dann sehen wir schon, wir haben einen Emaille-Garraum. Der Garraum unseres Gerätes fasst 69 Liter und wir haben 4 Einschubebenen. Und im Lieferumfang enthalten haben wir das Rost, das Blech, die Garbehälter gelocht und Garbeleiter ungelocht. Dazu, da müssen wir aber nochmal hier unten in unseren Schrank gehen, bekommen wir natürlich ein umfangreiches Paket an Bedienungsanleitungen in verschiedenen Sprachen. Dann haben wir noch den Entkalker und ganz wichtig das Kerntemperatur-Messgerät mit insgesamt 3 Messpunkten. Das kann hier im Gerät eingesteckt werden, aber da kommen wir gleich dazu, wenn wir zu den Funktionen gehen. Unser Gerät ist ja jetzt wasserführend und da ist die Frage, wo kommt denn das Wasser her? Ganz einfach, wir haben hier im Display, was übrigens sehr intuitiv ist, haben wir den Wassertropfen, der sorgt dafür, dass sich die Klappe öffnet und dahinter verbirgt sich dann der Wassertank, den gefüllt, wieder eingeschoben, Klappe geschlossen, fertig und schon kann es losgehen. Apropos Display, wir haben hier ein Volltouch-Display. Und ja, wenn man dann doch mal mit schmutzigen Fingern hier am Gerät dran war, das soll ja beim Kochen doch das ein oder andere Mal vorkommen, habt ihr natürlich auch wie bei dem ein oder anderen Kochfeld eine Wischfunktion. Das heißt, ihr könnt das Display sperren und dann könnt ihr das in aller Ruhe reinigen, ohne dass ihr jetzt eure eingestellten Programme verstellt und zum Entsperren einfach wieder den Mittelkreis drücken, wo das Schloss war und schon geht's hier direkt weiter. Ja, da habe ich gesagt, das Display selber, die Bedienung ist sehr intuitiv. Und zwar habt ihr die Möglichkeit zwischen der App-Funktion, ohne dass jetzt das Display überladen ist, zu wählen oder zwischen der Listenfunktion, die dann meiner Meinung nach etwas unübersichtlicher ist. Also wir gehen hier einfach in die App-Funktion rein. Da haben wir die gängigsten Heizarten hier angezeigt. Wir haben das Dämpfen, wir haben die Grillfunktion, wir haben Ober-Unterhitze und wir haben die Heißluft. Aber das Gerät kann ja noch viel, viel mehr. Und wenn wir jetzt einfach mal auf die Heißluft gehen, haben wir dann die ganzen Unterfunktionen, die alle mit Heißluft möglich sind. Und da können wir zum Beispiel jetzt einmal die Heißluftfeucht auswählen. Heißluftfeucht nehmt ihr zum Beispiel, wenn ihr ja euer Gargut saftig halten wollt, um halt auch den Geschmack zu erhalten. Denn jede Flüssigkeit, die aus eurem Gargut entweicht, nimmt natürlich auch Aromen mit. Das wird damit verhindert. Kann man Kartons machen, damit man kann Heißluftfeucht, also alles, was mit Backen zu tun hat oder natürlich einen schönen saftigen Braten. Von der Einstellung her haben wir jetzt voreingestellt 180 Grad.
Die können wir aber hier natürlich abändern und dann sehen wir unser Gerät, was ja eine Kombination aus Backofen und Dampfgarer ist, dass das eine Maximaltemperatur von 230 Grad besitzt. Ja, und wenn ich jetzt noch die Gardauer einstellen möchte, dann tippe ich einfach hier auf dieses Symbol und dann kann ich hier wieder über den Ring, der übrigens super gut funktioniert, kann ich dann die Gardauer einstellen und dann zeigt er mir auch hier dann direkt die Endzeit an. Dann stellen wir das Ganze mal auf 30 Minuten, aber wir möchten das Ganze, dass das erst gegen 15 Uhr fertig ist. Genau, dass es gegen 15 Uhr fertig ist und dann sagt er uns, dass das Gerät erst in 42 Minuten startet. Also ihr könnt das auch an der Stelle, wenn ihr das möchtet, gerne programmieren. Ja, was haben wir dann noch? Neben der Wischfunktion haben wir auch noch hier die Beleuchtung. Also wir können jederzeit in den Backofen schauen und gucken, wie weit unser Gericht ist, denn wir können jederzeit hier die Beleuchtung aktivieren. Ja, und dann setzen wir das Ganze dann einfach mal zurück und schauen, was wir hier noch alles haben, was unser Backofen alles kann. Ja, dann switche ich mal einfach mal rüber, haben hier die ganzen Funktionen, die mit Ober- und Unterhitze oder nur mit der Unterhitze arbeiten und haben dann auch hier eine recht umfangreiche Auswahl. Gehen nochmal zurück bei der Grillfunktion. Das ist natürlich dann etwas überschaubarer. Wir haben das Grill und wir haben die Kombination aus Grill und Umluft. Dann haben wir das Dämpfen. Auch hier wieder sehr einfach gehalten. Und dann haben wir hier nochmal die Sonderfunktionen. Wir haben das Sous-Vide-Garn. Wir haben Automatikprogramme hinterlegt. Wir haben hier unseren Garsensor. Und wir haben hier nochmal das Thema Backen und hier haben wir halt wirklich verschiedene Backprogramme hinterlegt für verschiedene Brotarten. Das halt auch nochmal richtig gut. Gerade Thema Brotbacken wird bei unserer Kundschaft, also selber Brotbacken, immer interessanter, immer wichtiger. Und dann haben wir noch ein paar Sonderfunktionen, die halt das Dämpfen mit sich bringt. Da haben wir hier einmal das Entkeimen und Nachsterilisieren. Ja, dann haben wir noch die Wellnessprogramme, auch ganz interessant, da kommt dann halt wieder das Kernsäckchen dazu. Auch ein Thema, das wird da oft von vielen in der Mikrowelle gemacht. Da habt ihr natürlich das Phänomen, dass es nach einer gewissen Zeit die Kerne austrocknen. Hier bei dieser Funktion werden sie nochmal zusätzlich mit oder wird Feuchtigkeit wieder zugeführt. Somit bleibt das Kernkissen viel länger erhalten und je größer das Volumen der Kerne dann auch ist, desto mehr und länger kannst die Wärme speichern. Ja, heiße Wickel kann man noch machen, Erfrischungstücher, heiße Steine für die Massage, also ein ja sehr umfangreiches Programmpaket. Und dann haben wir natürlich noch die Tellerwärme. Wir haben aber auch die Regenerierfunktion und die Warmhaltfunktion. Regenerieren haben wir hier mit verschiedenen Garstufen, wir haben klassisches Regenerieren, wir haben das Regenerieren mit der Knusprigautomatik und mit der Feuchtautomatik, je nachdem, welche Speise ihr dann in das Gerät gebt. Ja, und dann halt ganz klassisch noch das Thema Warmhalten. Jetzt hatte ich ja angesprochen am Anfang beim Lieferumfang das umfangreiche Paket mit der Bedienungsanleitung. Das Novum bei VZUG ist ja, dass ihr ja viele Funktionen über das Display erklärt bekommt, wo ihr eigentlich gar keine Bedienungsanleitung braucht. Und wenn wir jetzt einfach mal hier im Display auf das Buch gehen, haben wir ja dann noch zusätzlich das Rezeptbuch unterteilt in Backen und in Steamen. Und da wird euch auch immer genau erklärt, was zu machen ist. Und neben dem Rezeptbuch gibt es dann auch noch Messer und Gabel für die Automatikprogramme. Bei den Automatikprogrammen haben wir euch ja schon mal ein weiterführendes Video aufgenommen. Das verlinken wir euch auch über die Infokarte oder findet das Ganze dann natürlich unten auch in der Videobeschreibung. Und wenn ihr euch jetzt für den Kombi-Steamer, das ist ja kein Kombi-Steamer, Achtung, es ist ein Comb-Air-Steamer. Wenn ihr euch für dieses Gerät interessiert, von den Maßen her ist es die klassische Backofen-Nische, also könnt ihr das Gerät auch ganz klassisch austauschen. Und ihr habt hier einen Schuko-Stecker, also habt ihr hier von der Stromversorgung auch keine Herausforderung, sollte nur eine separat abgesicherte Stromleitung sein, damit
nicht mehrere Abnehmer auf einer Sicherung landen. Das an der Stelle nochmal wichtig. Ansonsten habt ihr hier ein super tolles Gerät, nicht nur außen, sondern auch innen. Und durch die ganzen Sensoren, die das Gerät mit sich bringt, die hier verbaut wurden, habt ihr natürlich auch Top-Ergebnisse. Ja, unser Gerät schließen wir. Weitere Technikvideos findet ihr über die Links. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutzmann-Küchenlogo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert.